Sie beschreiben sich ja als Demokratielehrer und sind trotzdem oft nicht Mehrheitsführer gewesen, sondern Ventil. Sie haben die Infrastruktur geschaffen, diese Revolution friedlich zu gestalten und den Leuten überhaupt den Weg auf die Straße zu ermöglichen. Ihre Maxime könnte sein, habe den Mut der Ermächtigung. Ja. Was ist mit Ermächtigung verbunden? Was bedeutet es, Verantwortung zu tragen? Ja, das ist die schönere Seite unserer Freiheit. Wenn Freiheit jung ist, ist sie einfach Befreiung. Sie ist auch anarchisch und es ist mit unsäglichen Hoffnungen verbunden, dass alles schön und glücklich sein soll. So wie Sehnsucht ist. Sehnsucht schafft Vollkommenheitsbilder. Und wenn man angekommen ist am Ziel seiner Sehnsucht, dann beginnt die Realität. Und die ist nie perfekt. Weder im Privatleben noch im politischen Leben. Und Freiheit wird dann Freiheit zu etwas und Freiheit für etwas. Und jetzt gibt es so eine gewisse Spaltung in den Gesellschaften, die sich gerade im Freiheitskampf bewährt haben. Freiheit ist errungen und jetzt? Ja, solltest du vielleicht Bürgermeister werden, gell? So, dann sagt sich der gefragt wird, aber nein, das habe ich doch gar nicht gelernt. Und dann sagt er, nein, das soll mal lieber der machen, der es schon kann. Ich kontrolliere ihn dann. Das habe ich konkret erlebt. Und ich war dankbar, in meinem Umfeld einen Pfarrerskollegen zu haben, der für diese Übergangszeit mal in Rostock auf den Stuhl des Oberbürgermeisters ging. Von diesen Leuten hatten wir zu wenig. Und viele hatten sich an diese Mentalität, in diese Mentalität eingelebt. Na, da schauen wir mal, was die da machen. Und Demokratie in ihrer einladenden Form heißt, ich bin zuständig. Und dieses Gefühl, ich bin zuständig, soll es eben auf allen Lebensebenen geben. Und wir haben in diesen Transformationsgesellschaften dann oft die Erfahrung gemacht, ja, es waren zu wenig da, die es sich zugetraut haben. Und dann dringen die alten Kräfte ein und das sieht man in Osteuropa noch viel stärker als in Deutschland. Dann sind sie alle wieder da, die früher also erste Sekretäre der Staatspartei waren. Und das sind jetzt ganz fixe Kerlchen, wenn es darum geht, eine große Firma als privatrechtlich hinzustellen oder sie sind wieder in politischen Führungspositionen. Das können die, die haben schon Ellbogen trainiert. Und unsere Freunde sind dann oft, reiben sich noch die Augen, oh, kann ich das? Ja. Also diese Ermächtigung bedeutet Ja zu sagen zu den eigenen Potenzialen und damit Erwartungen auch zu erfüllen, die in der Gesellschaft an den Einzelnen gerichtet werden. Du bist nicht Zuschauer, du bist Akteur.